Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Ja, ich denke so, auf dem Thumbnail sieht sie doch anders aus. Ich erzähle euch jetzt mal was. Ich habe gestern das erste Glossybox aufgebraucht, abgedreht, ne? Weil ich habe ja gesagt, ich müsste langsam mal wieder abdrehen, ne? Was ist mir passiert? Aus Versehen das Video gelöscht. Ich dachte so, nein, jetzt musst du das nochmal drehen. Ja, ich die Sachen wieder aus dem Müll gefischt. Jetzt ja nicht Schnappatmung kriegen. Es war noch nicht viel anderes im Müll. Ich habe erst eine neue frische Mülltüte reingemacht. Und es war auch noch nichts anderes drauf. Also war es relativ einfach, dass ich die Sachen wieder rausnehmen konnte. Und wie gesagt, es war noch kein anderer Müll drin. Ne? Ansonsten hätte ich es nicht gemacht. Dachte ich so, nein, das kann doch nicht sein. Video gelöscht. Deswegen sehe ich auf dem Thumbnail anders aus wie das, was ich jetzt anhabe. Anders geschminkt, ne? Ja. Das ist typisch eure Hanni. Ja, da dachte ich so, ne, drehe ich jetzt halt nochmal ab. Es hat sich einiges angehäuft. Glossybox aufgebraucht. Ja, ich habe zwischendurch schleifen lassen und nicht abgedreht, ne? Deswegen dachte ich so, ich mache zwei Videos draus, ne? Ich habe ja auch die Special Editions von den Glossy Box Limited Editions und da ist das auch mit drin. Ich glaube noch von Adventskalender vom letzten Jahr. Dieses Jahr hole ich mir den Adventskalender nicht, weil die Sachen finde ich jetzt, was da so drin ist, ja. Ne? Catcht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ja. Und Blessing Box habe ich ja auch, ne? Im Abo, da mache ich extra aufgebraucht. Die Gusta Box mache ich auch immer noch mal extra aufgebraucht. Und Pinkbox auch, aber die habe ich zum Februar gekündigt, die Pinkbox. Ja, von einer Box musste ich mich jetzt mal trennen. Vielleicht wird die auch wieder irgendwann in mein Abo zurückkommen, aber die von der habe ich, aber die ging erst zum Februar zu kündigen, ne? So, gut. Ja, und jetzt lasse die Box dran, aber wie gesagt, mach zwei Teile draus, ne? Und sollte dir das gefallen und andere Geschichten, die ich hier so treibe, natürlich. Ihr geht's voll ab mit Adventskalender-Unboxings, ne? Würde ich mich freuen, wenn du, also jetzt nicht bei mir direkt, es ist ein bisschen weniger wie die Jahre zuvor, weil die Adventskalender sind alle sehr teuer geworden, ne? Und naja, deswegen wird's, aber es kommen noch ein paar, ne? Keine Sorge. Und Holz, Schminkis, ne? Aufgebraucht, auch von was ich im Monat so aufbrauche, ne? Dann würde ich mich freuen, wenn du dieses kleine, aber feine Kanälchen abonnieren würdest, ne? Glöckchen dann machen, nicht vergessen. Und dann informiert dich YouTube über ein Video von mir, ne? Und dann kannst du mal gucken, was ich hier noch so treibe. Ich lasse hier bis zu 5 Infokarten durchlaufen, genau. Und sollte das mit dem Glöckchen dann machen nicht funktionieren, dass YouTube euch informiert über ein Video von mir, ne? Weil es funktioniert wohl nicht immer so. Ich bin auch bei Instagram und da lasse ich sofort meine Abonnenten und Zuschauer wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe. So, ihr Lieben. Ja, ich würde sagen, ich fange dann mal an, ne? Glossybox aufgebraucht von den letzten vergangenen Boxen. So, los geht's. Hier haben wir einmal, ich habe auch bei manchen dazu, bei allen eigentlich, so immer so kleine Klebi dran, damit ich weiß, wann das mal so, wo das mit drin war, dann kann ich euch das mal sagen, ne? Aus der Februarbox diesen Jahres, ne, haben wir ja einmal von Dove Bath Therapy ein Renew Wild Violet and Pink Hibiscus Scent, ein Bade- und Duschgel. Ich habe es überwiegend zum Baden verwendet. Oh, das war so toll, kann ich sagen. Ne? Also, es riecht immer noch sehr gut. Oh, das war auch gut, das hat mir sehr gut gefallen und das kam ein Schaum hervor. Ach, war das toll. So, ja, überwiegend zum Baden benutzt. Ich freue mich, wenn die Glossybox was zum Baden reinpackt. Ne? Die könnten, oder die anderen Boxen, die könnten ruhig öfters mal so. Und vor allen Dingen so was Großes. Ne? Ich mag auch diese Tütenbäder, die finde ich auch immer ganz toll. Aber ich finde auch mal so eine etwas größere Flasche, finde ich tatsächlich nicht verkehrt. Ne? Und ja, hat sehr gut gerochen. Es roch, wie gesagt, richtig schön blumig nach Frühling, nach Sommer, ne? Ja, Daumen nach oben. Ich fand das so toll. Es war ein schönes Produkt. Gerne wieder, ne? Darf ist ja auch, sagen wir mal, eine gute Marke. Dann habe ich hier Deo. Hydrofugal, starker Schutz, Duschfrische, frischer Duft. War in der Unibox von 23, also von diesem Jahr, ne?
Weil die Abo-Box machen ja immer gerne mal so Deos, ne? Rein zu den in den Sommerboxen, wenn es zum Sommer zugeht. Von mir aus könnte da öfters auch im Winter, ne? Weil ich benutze täglich ein Deo. Und ja, ich würde mir jetzt Hydrofugal nicht nachkaufen, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Also ich fand es jetzt gut, ne? Aber wie gesagt, würde ich nicht nachkaufen. Das dreht man denn so oben auf, ne? Zu, auf, ja, fand ich ganz toll. Hat seinen Zweck erfüllt, was soll ich sagen? Daumen nach oben. Gerade so für Hitze ist so ein Deo halt immer gut. So, dann kommen wir zu was das war jetzt. Es ging so. Von Kueshi Naturals ein Coconut Shower Gel, ein Duschgel mit Kokosnussduft, war im April diesen Jahres mit drin, war nur eine kleine Größe, Gott sei Dank. 75 Milliliter war relativ schnell alle, ne? Wenn man täglich duschen geht, manch einer geht auch zweimal am Tag duschen, ich gehe bloß einmal am Tag duschen, es reicht zu, ne? Hatte so einen leichten Kokosduft. Naja, hat man nicht viel gerochen, man hat sich's dann runter geduscht, runtergespült und da war von dem Geruch nicht mehr viel da. Ja, es ging, ich sag mal, Daumen zur Seite, es war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht super gut. Ja, nochmal möchte ich das nicht haben, ne? Das wäre jetzt auch für mich kein Nachkaufprodukt. Dann kommen wir, oh, das war toll, hier ist noch ein bisschen was drin, aber irgendwie habe ich es nicht so rausgekriegt. Von Sensai Absolute Silk Micro Mousse Treatment, ne? 30 Milliliter, naja, das war wie so ein Serum. Früh und Abend drauf gemacht, ne? Ja, genau. Und halt, ja, so ein bisschen so Anti-Aging-mäßig, ne? Ich fand das toll. Das war in der, ja, in irgendeiner Glossybox. Ich kann euch jetzt nicht sagen, da war noch so eine Pappe, die habe ich jetzt nicht. Die Pappe ist schon im Altpapier. Die habe ich jetzt nicht mit rausgesucht, ne? Die Pappe. Aber die war irgendwann mal mit in der Glossybox oder in dem Adventskalender vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Oder ich glaube, sogar in so einer Special Edition oder Limited Edition. Wir wissen alle, Sensai ist eine sauteure Marke, Leute, ne? Aber ich fand's toll. Das hat man denn hier oben so raus, ne? Hier ist sogar, glaube ich, noch ein bisschen was drin. Ja, da seht ihr das, wie das rausgekühlt kommt. Hm. Hatte so einen zarten Geruch. Ja, das hätte ich vielleicht, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es halt hatte, ging es nicht mehr raus. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall fand ich das gut. Früh und Abend benutzt, ne, als Serum vor der Tagespflege. Ihr werdet schon wieder so dunkel. Meine Kamera macht mich fertig, ne? Ich kann euch das sagen. Ach, furchtbar. Kamera macht so, wie ich das. So, ich muss sagen, so ist die Kamera mega. Ich halte ein Produkt rein, ne? Wenn ich so andere Videos sehe, die haben immer so super tolle, professionelle Kameras, ne? Die kaufen sich extra für den YouTube-Kanal eine super professionelle Kamera. Ist ja auch eine Speicherkapazität. Und, aber ganz ehrlich, ich nehme das mit Handy auf. Und wenn ich sehe, manch einer hält ewig das Produkt in die Kamera, damit das endlich fokussiert wird. Ich mache nur einmal so und schon seht ihr das, ne? Deswegen, ich brauche sowas nicht, ne? Gute Kamera ist Quatsch, wenn die 5 Minuten braucht, um das Produkt zu fokussieren. Und bei mir geht's auch, ja, Angeberhosenträger. So, bin jetzt abgeschwiffen, ne? So, abgeschwiffen, abgeschweift. Ja. Auf jeden Fall war das sehr gut. Daumen nach oben, Sensai geht immer. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, ist mir ein bisschen zu teuer, Leute. So, jetzt kommen wir zu was, das war auch toll. Von Dr. Pompon haben wir einmal ein Everybody Hair and Body Wash Multipurpose Hair and Body Wash for all Haar- und Hauttypen. Oh, das roch so gut. Und das war eine riesengroße Größe. Und das war in der Glossy Box Girls, ne? Da hatten sie so ein Motto gehabt. Mermaid and Fairtales. Und das war so. Das war eine richtig tolle Box. Ich kann euch das sagen. Ich fand die Box mega. Ich fand die richtig gut. Ehrlich, ne? Ja. 200 Milliliter war eine große Größe. Kann man für Haare und... Aber ich habe meine Shampoos da, Leute. Also ich habe das jetzt nicht für meine Haare genommen. Ich habe das nur für die Haut genommen. Aber das war toll. Das hat mir so gut gefallen. Das roch auch auf der Haut lange nach, ne? Das war so, hier stand doch immer oben was mit Papaya, genau. Aloe Vera Kokosöl, also diese Mischung. Aber man roch richtig, das roch so gut. Ich rieche das richtig immer noch raus, ne? Oh.
Top. Also mir hat das sehr gut gefallen. Könnte ruhig noch mal drin sein. Ne? Ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen, aber es könnte noch mal drin sein. Dann kommen wir zum nächsten Deo. 8x4 war in der Juli-Box. Ich glaube, letztes Jahr war das mit drin. Nicht dieses Jahr, weil letztes Jahr habe ich noch vergessen, das Jahr mit dazu zu schreiben. Seit diesem Jahr habe ich mir angewöhnt, das Jahr mit dazu zu schreiben. Ja, ich habe ja auch Sachen noch vom letzten Jahr hier. Deswegen war auch, hat sich das auch so angehäuft. Ne? Dieses Fresh Lime, inspired by Premium Fragrance. 48 Stunden halt. Könnte man auch wieder so aufdrehen und zudrehen. Es war gut. Ne? Also 8x4 ist immer ein gutes Deo. Hier haben wir auch wieder Originalgröße 150 ml. Ich hole mir immer die preisgünstigen Deos. Die reichen mir auch zu. Aber ich feiere das total. Feuer vor allen Dingen. Feier das total, wenn sowas mit in den Boxen ist. Ne? Und so Marke so 8x4 oder Hydrofugal, ne? Oder da war noch irgendwas anderes. Ja, Daumen nach oben, top. Deo wie immer hat seinen Zweck erfüllt, was soll ich sagen? Ja, dann kommen wir zu was. Ihr kennt ja mal diese Augenpatches, wo man sich nicht bewegen darf, sonst rutschen die euch in die Kaffeetasse, ne? Also die Patches, ne? Die plumpsen euch sonst da rein. Haben wir einmal von Chabins Hanf Chill Out Augengel-Pads, ne? Die waren so wirklich, ja, mit, war in der Glossy Box April diesen Jahres, ne? Erhöhen die Hautfeuchtigkeit um bis zu 134%, Leute. 134%, das ist mal eine Ansage, wa? Reduzieren Augenschattenschwellung um bis zu 35%, regenerieren, besänftigen gestresste Haut. Also ich liebe so Pflegeprodukte mit Hanf und so, ne? Das finde ich total mega, weil die machen wirklich schon gut. Und die haben auch recht gut gemacht. Ich benutze ja so Augenpatches meistens immer zweimal, weil immer noch genug Serum drin ist, aber dann haue ich die auch weg, ne? Ja. Wenn die nicht so gerutscht wären, so haben die gut was gemacht, ne? Die Augen sahen munter aus, ne? Aber schade, dass die denn immer so runterrutschen. Das finde ich denn schon doof, ne? Daumen nach oben oder zur Seite. Sagen wir mal Daumen nach oben für den Effekt. Haben wirklich gemacht. Aber dass sie dann immer so rutschen, Daumen zur Seite. Ne? Ja, da sind diese ganz dünnen besser, die halt wirklich sich festsaugen. Ne? So, dann kommen wir zu... Oh, das fand ich auch so toll. Von Barbour. Das war in so einem Set. Ich glaube, das war in so einer Pappe so mit drin. Ja, die ist auch schon weg. Deswegen steht das nicht um. Aber das war in so einem... Also das war so ein Set. In Glossy Box Muttertagsedition. Aber ich glaube letztes Jahr, genau vom letzten Jahr auf jeden Fall war die mit drin. Dieses Jahr war es nicht mit drin. Von Barbour Skin Veg Moisturizing Cream und nur eine kleine Größe von 20 ml, ne? Gesichtspflegecreme, die war toll. Keine Frage. Barbour ist eine tolle Marke. Und die war wirklich gut. Ich kann euch das sagen. Ich glaube, ich habe die früh und abend mir raufgemacht. War sehr reichhaltig, hat schön gepflegt. Daumen nach oben. Wenn die Marke nicht so teuer wäre, ne? Und dazu war die, das war auch mega. Enzym Cleanser. Das seht ihr, ne? Das war so ein Pulver. Ich kann euch das mal zeigen. Seht ihr das? Genau. Das war so ein Pulver. Das hat man in den Händen emulgiert mit Wasser, ne? Und dann so hat es im Gesicht so verrieben, ein bisschen aufgeschäumt. 20 Gramm, hört sich nicht viel an, aber ich bin ewig lang, ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr damit rumgeurscht. Ich glaube ja, ne? Also das war schon ganz schön lange, ja. Und hat lang, wirklich lange gehalten. Vitalisierendes Reinigungspulver für das Gesicht. Habe ich immer nur abends benutzt, weil früh benutze ich immer gerne so Cleansing-Gele, die so frisch riechen, ne? Weil, ja, erst mit kaltem Wasser und dann Cleansing Gel, so mit was so frische Duft hat, weil ich mag das früh lieber, um mir den Muff aus dem Gesicht zu waschen von der Nacht, ne? Ja, ist irgendwie so. Aber, ne? Und mag ich und sowas nämlich halt, das war auch sehr geruchslos, ne? Und habe ich mal abends benutzt, das war auch top. Daumen nach oben. Momentan, ich mache meinen Daumen immer so komisch, ne? Momentan habe ich ein Enzym-Dings von Dermatologica. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Das ist auch so. Ne?
Ich mag solche Geschichten. Das fand ich wirklich interessant. Und wie gesagt, man ist ewig lange mit diesem Pulver hingekommen. So, dann kommen wir zu was. Reinigungsbürste. Die ist mir ein paar Mal runtergefallen. Hier gehört eigentlich noch sowas drauf. Ihr seht, die ist auch kaputt. Und die Bürste ist ja auch nicht mehr so schön. Guckt mal. Die sieht nicht mehr so schön aus, ne? Riecht zwar gut noch, aber manchmal fängt es auch an zu riechen. Das ist wirklich so die Make-up-Reste. Seht ihr das? Also, es war ja in meinem Bundle. Ich habe ja Glossybox-Bundle, hatte ich mir dieses Jahr. Da war ja eine neue drin, die habe ich mir behalten. Die ist richtig, das ist richtig schön weich hier, ne? Also ich kann euch das sagen und dann so den Rest mit Gel-Cleanser, so den Rest Make-up runtergewaschen, so richtig schön alles runternehmen, ne? Und, aber das ist mir immer irgendwie runtergefallen und jedes Mal ist mir immer denn das hier abgegangen. Warte mal. Das hier, ne? Die Bürste geht ab hier. Und da dachte ich, jetzt weg, weil das ist auch nicht mehr so schön. Aber in dem Bundle, wie gesagt, war ja eine neue drin. Die werde ich nochmal aufheben. Aber momentan habe ich so ein Foreo. Heißt das Foreo? Was so vibriert, ne? Das nehme ich momentan. Wenn es irgendwann nicht mehr gehen sollte, dann werde ich das wieder nutzen. Das habe ich mir in mein Backup gepackt. Das habe ich so genommen zum Peelen, ne? Wenn ich so Peeling hatte, dann hat sich das gut gemacht. Das ist so aus Silikon und Gummi. So, genau. Und ja, Daumen nach oben. Es hat seinen Zweck erfüllt. Das hat es dann schön gereinigt. Handcreme von L'Occitane. Eine kleine Handcreme aus der Unibox 22. Das steht hier wirklich 9. oben. Ne? 30 Milliliter. Ich liebe diese L'Occitane Handcreme. Ich habe, überwiegend hat man immer die silberne drin mit dem blauen Logo, ne? Die riecht, und dann hatte ich mal die drin gehabt, die riecht so nach Mandel, weil ich glaube, die blaue auch, aber die macht ein bisschen noch was anderes. Ich liebe diesen Duft von L'Occitane. Ich liebe den total. Ich wollte ja mir eigentlich erst den L'Occitane Adventskalender bestellen. Und da hat man ja dann doch schon viele Handcreme drin und auch diese klassischen, die sie immer so mit in die Boxen reintun. Und da dachte ich so, ja, ich hätte aber gerne auch mal die Gesichtspflege von L'Occitane ausprobiert. Aber die Handcremes, die hat man ja immer wieder in Boxen mit drin oder Adventskalender. Nur habe ich mir doch nicht bestellt, ne? Und Duschgele hat ihr auch schon gehabt von L'Occitane. Oder war das eine Körperlotion? Das ist eine Handcreme. Die fand ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Aber die Handcremes sind gut und die erfüllen seinen Zweck. Die pflegen richtig gut, Daumen nach oben. Und dieser Geruch, ich liebe diesen Geruch. Ich glaube, es mag vielleicht nicht jeder, weil die Gerüche so von den Handcremes sind schon sehr stark mandelig, ne? Zwei Duschgele aus dem Glossy Box Bundle von Bubble Tea. Oh, das war toll. Peony and Cherry Blossom. Ja, ne? Sind bloß 100 Milliliter. Ja, aber es roch gut. Und das war auch so rosa wie die Verpackung. Es roch schön nach Kirschblüte, ne? Keine Frage. Oh, das war toll. Und ich finde auch die Packaging immer so schön. Ne? Daumen nach oben, Bubble Tea macht gute Duschen. Finde ich mega. Ne? Da könnte ruhig Glossy Box noch mehr in den Boxen tun. Rieche ich hier noch was? Oh ja. Oh, das riecht immer noch so. Oh, das habe ich so gemacht. Das war toll. Dann noch eins von Bubble Tea. Das war in der Juli 23 Box. Neroli and Tangerine Body Wash, 100 Milliliter, auch schönes Packaging, ne? Das roch wirklich so, wisst ihr, wie das roch? Wie das 4711 Kölnisch Wasser, kennt ihr das? Das gibt ja jetzt mittlerweile von 4711 Kölnisch auch andere Gerüche, Parfüms, ne? Dieses klassische halt, was es schon seit Jahren gibt, was schon Euroma hatte oder Opa, ne? Oder so. Und so riecht das auch und ich liebe diesen Duft. Ich glaube, den Duft mag, glaube ich, auch nicht jeder so von diesem 4711, echt Kölnisch Wasser. Aber ich habe den gemocht. Den fand ich toll. Der hat auch nachgerochen auf der Haut. Nachher abduschen. Das war so schön. Daumen nach oben. Es ist The Glossy Box. Gerne immer wieder mit rein. Dann habe ich hier einmal von Nayoba ein Detox Energizing Facial Mist Toner, ne? War in der Glossybox Abstraction. Na, wie lange ist denn das her, Leute? Das war doch letztes Jahr, vor 2 Jahren. Ja, aber das, ne? So lange habe ich schon kein Glossybox aufgebraucht, abgedreht. Ist halt, kann man sich, ist es einfach um
Oh, jetzt seid ihr aber wieder schön hell. Die Kamera macht mich echt wahnsinnig manchmal. Ne? Fokussiert tut sie einwandfrei. Ne? Gleich sofort, du hältst es rein und habe ich vorhin schon mal erzählt. Aber die Kamera macht mich völlig hell, dunkel, hell, dunkel. So, aber jetzt seht ihr gut aus. Also ich sehe gut, also ihr wisst schon, klar und hell. So, ja, wie gesagt, ne? Kann man sich vor dem Make-up drauf machen. Jetzt seid ihr wieder dunkel. Meine Güte. Ihr müsst damit leben, Leute, kommt. Gibt Schlimmeres. So, nach dem Make-up, vor dem Make-up oder auch um das Make-up zu fixieren, um das zu erfrischen, so ein Allrounder. Aber ich liebe diese Tonics, die gehen immer mal, ne? Daumen nach oben. Kann ruhig immer mit drin sein, ne? Da habe ich nichts dagegen. Ja, hat seinen Zweck erfüllt. Ich habe damit, glaube ich, auch Make-up-Schwämmchen feucht gemacht. So ein Allrounder, ja. Ne? Der Duft war, kann ich das nochmal? Oh, der Duft war schön. Der hat so einen richtig schönen, pudrigen, samtigen Duft gehabt. Schön angenehm und dann schön kalt in den Kühlschrank gestellt. Das Gesicht früh zum, oh, herrlich, zwischendurch im Sommer. Mega. Jetzt kommen wir noch zu einem Produkt. Oh, das liebe ich auch. Von Symbiosis London H, A und S, B. Ultra Rich Regenerating Night Treatment. Eine Nachtcreme. 50 ml habe ich mir schon ins Backup gepackt, weil die war wieder irgendwo mit drin. Die war auch in dieser Glossy Box Abstraction, was ja nur mittlerweile, hatten wir ja gerade schon mal gehabt, schon eine ganze Weile her ist, ne? Ich liebe die Symbiosis Nachtcremes. Also die sind wirklich so für etwas ältere Häutchen schon. Also ich würde diese Creme nicht jemanden unbedingt anbieten, der erst 20 ist oder 18, ich sage mal so, ab 25 könnte man so langsam schon mal loslegen, ne? Das ist wirklich mehr so für ein bisschen Ältere, wenn jetzt schon die Ersten, so, ne? Und, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Wie gesagt, kostet 100 Euro, Leute. 100, ich glaube auch an die 100 Euro würde ich mir nicht nachkaufen, aber es ist immer mal mit in den Boxen, Adventskalendern. Und deswegen, ne, bin ich nicht traurig, dass ich das nie mehr haben werde, weil ich habe es mir jetzt wieder zurückgelegt, weil es schon mal irgendwo drin war. Ich finde aber auch von Skön oder Skon oder wie das heißt, die sind auch toll, die Nachtcremes. Ne? Ja, Daumen nach oben, Top-Produkt. Finde ich fast schon besser wie Avant. Na, also das muss ich jetzt mal wirklich sagen. So, dann kommen wir zu was. Schön sieht's aus. Die Pappe dazu habe ich auch weggeschmissen. Das war, glaube ich, das in der Special Edition. Ach, das war auch bei diesen Fairy Tales and Mermaid, diese Glossy Box Girls Sticks war das mit drin. Betty Barclay Pure Sun, das oben habe ich ja auch schon, ist auch schon abgefallen. Es roch so nach Sommer, nach Sonne, nach Blume. Ne? Und man sieht schon, das Glas sieht mega schön aus und das ist bloß eine kleine Flasche. Steht was, 20 Milliliter. Es roch gut, aber es hat nicht lange bei mir gerochen. Also es hat nicht lange, es gibt viele Parfüms, die nicht lange halten. Ne? Also nach einem halben Tag sind die verflogen. Ne? Ja, das war bei dem auch der Fall, fand ich. Also das war nach einem halben Tag weg. Ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen, weil, ja, weiß ich nicht, weil es auch nicht lange hält. Ich würde es vielleicht nochmal benutzen, aber der Geruch war mega. Also der hat mir sehr gut gefallen. Ne? Sagen wir mal, Ding, Seite oben, Seite oben. Leute, top, nicht, nein, nicht top. Flop würde ich auch nicht sagen. Ja, ich würde es mir nicht nachkaufen. Ne? Bisschen Zeit haben wir noch. Aber ich teile es trotzdem auf, sonst wird das für euch auch zu viel. Ja, ich weiß gar nicht, das habe ich euch doch schon mal gezeigt. Von Saint Lux, das Setting Spray, glaube ich. Oder, das ist doch schon, aber ich habe es hier drinnen noch gefunden. Glossy Box, Beach, was, Beach Street? Oder das ist ja schon, kann sich die lesen, Leute, schreibt sich auf und kann ihre eigenen Schriften lesen. Ach, das ist wie mit einer Einkaufszettel schreiben manchmal. So, die Verpackung ist schön, ne? Es war so ein Setting Spray, das war gut. Also, das ist, glaube ich, auch alle. Ich habe das nicht mehr gefunden. Also ich denke, ich habe euch das schon mal gezeigt, schon mal in einem Glossy Box aufgebraucht. Weil ein Glossy Box aufgebraucht habe ich schon mal abgedreht, ne? Glaube ich. Ich glaube, ja. Ja, zum Make-up fixieren. Das war auch toll, ne?
Daumen nach oben. Der Geruch war, wie war denn der Geruch? Steht es hier oben? Nee. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich kann mich dran erinnern, es war ein gutes Produkt. Und es roch schön frisch, glaube ich. Ach, was weiß ich, lecker, ne? Aber ich glaube, das hat er euch schon mal gezeigt. Ja, habe ich hier noch gefunden. Ja, ne? Ich habe tatsächlich nicht mehr so viele Setting Sprays, ist mir aufgefallen. Ne? Also die könnten ruhig noch öfters mal welche mit reinpacken. Die gehen auch so langsam bei mir dem Ende zu. Was zum Baden haben wir hier von Kneipp. Oh, mit Kneipp ist auch toll. Nur eine Kleinigkeit, süße Mandel, Tonga, Kokosöl. Ne? Die von Herzen kommt. War letztes Jahr in der Glossy Box Christmas Edition. Ich liebe immer diese Christmas Edition Glossy Boxen. Dieses Jahr hole ich mir die auf jeden Fall wieder, ne? Und das war so ein Bad. Aber das ist schöne Verpackung, schön zum Weiterverschenken. Das hatte ich dann nochmal irgendwann mit drin gehabt. Ja, hat so diesen typischen Winter-Weihnachtsduft gehabt. Amandel, Tonga, mehr so Süßmandel, Tonga, Kokosöl, mehr so für Herbst. Winter, ne? 50 Milliliter Wasser hat geschäumt. War in Ordnung. Rieche ich hier noch was raus? Oh ja, das riecht noch gut. Also man riecht schon am meisten die Mandel raus. Oh, das riecht, oh. Das war, glaube ich, auch so grün, ne? Aber Kneipp ist alles gut. Die Duschen sind schon gut, die Bäder sind schon gut, ne? Kneipp ist schon eine recht sehr gute Marke, muss ich sagen. Daumen nach oben kann auch immer von mir aus mit drin sein. So. Ja, gut, ich würde sagen, ich höre jetzt auf, ne? Könnt ihr ja gerne mal so eure Meinung in den Kommentaren schreiben, was ihr so, vielleicht ist was wieder dabei, wo ihr sagt, das fand ich gut, wo ich gesagt habe, nö, oder andersrum, ne? Weil ihr müsst ja auch immer mal bedenken, jeder Mensch ist verschieden, bei jedem ist es anders, ne? Jeder hat einen anderen Geschmack, Auffassungsgabe, wie auch immer, ne? Ja, schreibt mir mal so eure Meinung in den Kommentaren. Und da sind ja auch Produkte dabei, wo ihr sagt, Mensch, das habe ich mir sogar schon nachgekauft. Wie die Symbiosius-Nachtcreme, ne? Die ja wirklich toll ist. Und man ist doch verrückt und kauft die noch, weil die gut ist. Vielleicht ist da jemand dabei unter euch, der so verrückt ist und so eine Nachtcreme von 100 Euro nachkauft, ne? Gut, ihr Lieben. Wie gesagt, unten in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn ihr dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Jetzt zum Schluss blende ich euch ein. Playlist von meinen Glossy Box Unboxing Special Edition. Ich glaube, da ist auch irgend schon aufgebraucht drin. Guckt einfach mal, ne? Wurschelt euch mal so durch. Siehst du meinen Kanal, kannst du völlig kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen, ne? Hier unten siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.